des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, des Auferstandenen, die Liebe seines und unseres Gottes und Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit deinem Geist. Wenn Sie kurz Platz nehmen möchten. Alles ist möglich dem, der liebt. So haben wir gesungen. Und das ist das Thema des ganzen heutigen Tages. Wenn wir ganz ehrlich sind, für uns ist vielleicht doch nicht alles möglich, auch wenn wir lieben. Aber vieles ist dem Ordo Communis in Christo und seinem e.V. möglich, weil sie aus Liebe beiden seit langer Zeit helfen. Und dafür wollen wir Ihnen heute an diesem Tag der Begegnung ganz herzlich danken für Ihre Solidarität und zuletzt auch für Ihre immer neue finanzielle Unterstützung. Sie haben uns immer wieder geholfen, ein Herz für die Ärmsten der Armen zu haben. Am Ende des Gottesdienstes wird Ihnen ein von jungen Menschen gemaltes Herz überreichen. Es soll ein Symbol für ihr eigenes, liebendes Herz sein. Wir, das heißt ich, und dann darf ich mich vorstellen, ich bin Rudolf Ammann, der Spiritual des Ordens Communio in Christo, den die Mutter Marie Therese gegründet hat, also des Ordo Communis in Christo, und Vorsitzender des Communio in Christo e.V. Und neben mir in der Ecke sitzt der Stellvertreter des Generalsuperiors und der stellvertretende Vorsitzende des e.V., Father Jason, und wir alle. Wir laden Sie ein zum Feiern heute, zum gemeinsamen Beten und Singen, zum hoffentlich guten Essen und Trinken. Sie sind herzlich willkommen als unsere Gäste. Wir heißen Sie willkommen im Namen der Gründerin Mutter Marie Therese, die von der Ewigkeit her sicher unter uns ist. Und wir heißen Sie willkommen im Namen unseres leider verstorbenen lieben Generalsuperiors Karl-Heinz Haus. Auch er ist, davon bin ich überzeugt, von der Ewigkeit her mit seinem wohlwollenden und liebenden Lächeln unter uns und für uns. Ich heiße Sie willkommen im Namen der ganzen Communio in Christo. Gemeinsam sind wir nun Gäste Gottes und Jesu Christi im Heiligen Geist, Gäste am eucharistischen Tisch unseres Gottes. Um offen zu sein für ihn und sein neues Kommen im Wort und im Sakrament, bitten wir Gott um sein Erbarmen. Herr Jesus Christus, du bist das uns entgegengekommene Antlitz des liebenden, barmherzigen Gottes. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du hast alle Schuld und Sünde der Menschheit auf dich genommen und gesühnt am Kreuz der Erlösung. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du hast Sünde und Tod überwunden und lebst auf Auferstandener mitten unter uns und in uns. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Es erbarme sich unser, der allmächtige und gute Gott. Erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Preisen wir diesen Gott der Liebe und der Erbarmung, der jetzt unter uns und für uns ist, sogar Wohnung genommen hat in unseren Herzen. Ich bleibe, Halleluja. Er ist ein Gott auf der Erde.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, wir dürfen dich Vater nennen, denn du hast uns an Kinderstatt angenommen und uns den Geist deines Sohnes gesandt. Gib, dass wir in diesem Geist leben und wachsen und einst das verheißene Erbe empfangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und liebt in alle Ewigkeit. Amen. Die Lesung aus dem Hebräerbrief richtet sich ursprünglich an die Judenchristen der Urkirche und erinnert an den Glauben der Väter und Mütter des auserwählten Volkes Gottes, das all seine Kraft und Zuversicht aus seinem Glauben an die Liebe seines Gottes bezieht. In dieser Glaubenstradition dürfen wir sicher auch die Gründerin der Kommunion in Christo sehen. Wie Abraham wusste sie sich zum Beispiel im Glauben an Gott Ruf angesprochen, ihre niederländische Heimat zu verlassen und nach hier zu ziehen, um hier für uns und viele zum Segen werden. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Hebräer. Glaube aber ist, feststehen in dem, was man erhofft, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf, wegzuziehen in ein Land, das er zum Erbe erhalten sollte. Und er zog weg, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Aufgrund des Glaubens hielt er sich als Fremder im verheißenen Land wie in einem fremden Land auf und wohnte mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, in Zelten. Denn er erwartete die Stadt mit den festen Grundmauern, die Gott selbst geplant und gebaut hat. Aufgrund des Glaubens empfing selbst Sarah die Kraft, trotz ihres Alters noch Mutter zu werden. Denn sie hielt den für treu, der die Verheißung gegeben hatte. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Thank you.
Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. Jesus sagte zu seinen Jüngern: Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern? Wenn ihr nicht einmal so etwas Geringes könnt, warum macht ihr euch dann Sorgen um all das Übrige? Seht euch die Lilien an. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott schon das Gras so prächtig kleidet, das heute auf dem Feld steht und morgen ins Feuer geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen? Darum fragt nicht, was ihr essen und was ihr trinken sollt, und ängstigt euch nicht. Denn um all das geht es den Heiden in der Welt. Euer Vater weiß, dass ihr das braucht. Euch jedoch muss es um sein Reich gehen. Dann wird euch das andere dazugegeben. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn euer Vater hat beschlossen, euch das Reich zu geben. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Mitglieder und Freunde des Ordo Communis in Christo. Alles ist möglich dem, der liebt. Mit diesem Thema können wir uns vielleicht nur heutzutage anfreunden. Denn wenn man in die Gesellschaft und auch in die Kirche hineinschaut, ganz viele haben Angst, sind unsicher, blicken sorgenvoll in die Gegenwart und in die Zukunft. Die Corona-Pandemie ist wahrlich noch nicht vorbei. Deswegen tragen wir Maske, auch aus Liebe zu unseren Bewohnerinnen und Bewohnern in unseren Einrichtungen, die besonders gefährdet sind. Wir denken an den schrecklichen Angriffskrieg, den die Ukraine erlebt, mit den vielen, vielen Toten und Verwundeten. Und man weiß nicht, was dem Aggressor noch alles einfällt, ob er zufrieden ist mit dem Donbass oder mit der Ukraine oder was er tut mit seinem Atombombenarsenal. Viele haben Sorge und Angst. Auch dass jetzt dieses größte Atomkraftwerk unter Beschuss steht, das größte in Europa. Viele haben Angst, dass es eine Nuklearkatastrophe in diesem Sinne gibt. Und gleichzeitig die
Militäroperationen Chinas und Taiwan herum. Da fliegen Raketen und Flugzeuge, Kriegsschiffe sind unterwegs. Das könnte eine zweite Eskalation geben, die militärisch ausgetragen wird. Und die Welt ist so klein geworden, dass wir damit auch tangiert sind. Und seit 2 Tagen knallt es wieder im Vorderen Orient. Israel hat einen Führer des islamischen Dschihad getötet und der islamische Dschihad reagiert mit vielen Raketen auf Israel zu. Die meisten werden abgefangen, ist ja okay so. Aber was da weiter eskaliert, wir wissen es nicht. An allen Ecken und Enden feuern die Waffen. Und Papst Franziskus meint, Waffen zu produzieren und Waffen zu halten, ist das Unrecht schlechthin. Und dann haben wir Zeuge hier in Europa, hier in Deutschland, hier auch in Mechernich und Umgebung, ob der Gasversorgung und wie es im Winter mit uns geht, ob wir zu frieren haben. Zum Sparen sind wir alle aufgerufen, wenigstens 20-25% sollen wir einsparen, damit es nicht allzu große Engpässe gibt bei der Energieversorgung. Und dann, man kann nicht daran vorbeigehen, wir haben es noch im Ohr und im Herzen, was im Ahrtal passiert ist mit der Naturkatastrophe. Der kleine, unbedeutende Fluss, die Ahr, hat ungeheuer Unheil angerichtet und wann wird es neues naturkatastrophales Unheil geben, bei uns, bei anderen. Die Welt ist ungeheuer unsicher geworden. Noch einmal, und ganz viele, wir auch, wahrscheinlich wir auch, haben Angst vor dem, was noch auf uns zukommt, und so rosig scheint es nicht zu sein. Und dann die Situation unserer Kirche, scharenweise laufen die Leute weg. Es ist peinlich, was da alles ans Licht kommt, auch neuerdings wieder in Deutschland, in Kanada, mit welchem Zynismus, mit welcher Brutalität Kinder missbraucht wurden und vermutlich auch noch werden. Und das im Namen Jesu Christi, im Namen des Erlösers, im Namen göttlicher Liebe, im Namen der Kirche. Die Kirchen, aber die katholische Kirche besonders, hat an Vertrauen mächtig verloren. Wer glaubt noch wen? Und dann gibt es tatsächlich einen Reformstau. Und was der synodale Weg versucht, ist gut gemeint und vielleicht auch wirklich effizient von unserer deutschen Perspektive aus. Aber was damit in Rom passiert, das wissen die Götter und die nicht genau. Viele Sorgen, wo man hinguckt, und dann kommen noch die persönlichen Nöte und Schwierigkeiten und Sorgen dazu. Die Sorgen, Gesundheit zu haben oder zu verlieren, die Sorge vor dem Alter, die Sorge vor der Zukunft überhaupt. Das ist das eine. Alles ist möglich, dem, der liebt, das klingt fast wie Hohn. Fast wie Hohn. Wenn da nicht dieses Wort der Lesung heute und dieses Wort des Evangeliums wäre. Angst und Unsicherheit und Sorge offenbar sind für Glaubende nicht das letzte Wort. Wir hören im Evangelium, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Denn euer Vater hat beschlossen, euch das Reich zu geben. Er weiß, was wir brauchen. Schaut die Lilien an und die Vögel, die sorgen nur sich um nichts und sie leben, denn er sorgt für sie, wenn er schon für die Kleinen, für das Gras, für die Vögel sorgt und wie viel mehr, für jedes einzelne von uns. Denn alles ist möglich dem, der liebt. Wenn wir damit nicht ganz gemeint sein können, dass uns alles möglich ist, dem, der liebt. Und wenn wir noch so mehr lieben,
ihm ist es möglich. Und das ist die Frohbotschaft des Hebräerbriefes heute. Abraham zog fort ins Unbekannte und er wurde gesegnet. Sarah wurde alt, ohne Nachkommen, und sie wurde gesegnet. Also dem, der glaubt, der im Glauben liebt, der liebend glaubt, für den ist alles möglich, weil Gott für ihn ist. Am Ende des Gottesdienstes wird Ihnen, wie gesagt, ein kleines Herz in die Hand gedrückt, ein Symbol für unsere Liebe. Aber ich denke, in dem Zusammenhang der Lesung und des Evangeliums ist es noch viel mehr ein Symbol der Liebe unseres Gottes. Das ist die Frohbotschaft des Christentums. Gott ist Liebe. So hat es der Apostel Johannes mit einem Wort zusammengefasst. Gott ist Liebe. Und alles, was er tut, tut er aus Liebe und durch Liebe und für Liebe. Und weil er nur Liebe ist, hat er die Menschen nicht im Stich gelassen, sondern hat seinen Sohn in die Welt gesandt, für uns, für sie und für mich. Und der hat den Weg der Verkündigung auf sich genommen, ist uns in allem gleich geworden, außer der Sünde. Und er hat den Weg nach Golgotha auf sich genommen, für sie und für mich, und hat das Holz des Kreuzes getragen, hat sich ans Holz annageln lassen, für sie und für mich, damit für uns Heil wird. Er ist gestorben und von den Toten auferstanden. Und das ist die Vorbotschaft des Christentums. Deswegen sind wir Christen, wenn wir glauben, dass Gott so sehr für uns ist, dass er seinen Sohn in die Welt geschickt hat, damit er Heil stiftet und das Tor des Segens, das Tor des Himmels, das Tor des Lebens weit öffnet, mehr als wir es uns vorstellen können. Und das ist dann die Gretchenfrage, die jedem von uns gestellt wird. Das kann nur jeder selber, jede selber beantworten. Wie weit, wie intensiv, wie radikal glaube ich dieser unerschöpflichen, radikalen, göttlichen Liebe, die er bewiesen hat bis zum Tod seines Sohnes, wie weit glaube ich ihm, dass er auch in diesen angstvollen, unsicheren Zeiten für uns, für mich ist. Es kommt also auf den Glauben an. Auf den Glauben an seine Treue, auf den Glauben an seine unerschöpfliche Liebe. Wie radikal ist mein Vertrauen auf Gott? Niemand kann es für den Nachbarn, für die Nachbarin beantworten. Das ist die Frage an jedes Einzelne von uns. Wie radikal traue ich ihm? Hab keine Angst, du kleine Herde, sagt er. Es hat dem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Also die Angst, die menschlich berechtigt ist, tausendfach begründet ist, die will er von uns nehmen, weil er für uns ist. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, könnten wir miteinander und füreinander beten. Das ist der zweite Gedanke. Und der dritte Gedanke, dann mag es ein bisschen noch konkreter werden. Sie wissen, dass die Gründerin der Communio in Christo radikal geglaubt hat, aus dieser tiefen Gotteserfahrung heraus ist sie von Holland hierher gezogen. Aus dieser tiefen, radikalen Gläubigkeit hat sie das Risiko eingegangen, die Langzeitpflege, das Hospiz, Haus Ephata, die Altenfürsorge, als Nichtmedizinerin ein ungeheuer riskantes Medizin. Unternehmen zu gründen, und es existiert. Es existiert nicht, weil es Menschen hinbekommen haben, sondern weil Menschen radikal geglaubt haben im Umfeld dieser tief glaubenden Frau. Gott ist treu, und wenn er mich beruft, etwas ins Leben zu rufen,
Das wird gelingen und jetzt schauen Sie sich um. Gehen Sie ins Hospiz, das funktioniert. Gehen Sie in die Langzeitpflege, gehen Sie nach Haus Efferdach, das funktioniert alles bestens. Weil Menschen geglaubt haben, und all diese ganze Gründungsgeschichte ist eine Geschichte von erlebten Glaubenswundern. Und in diesem Glauben können wir auch auf Zukunft hingehen, bei allen menschlich berechtigten Sorgen. Und um die Treue Gottes immer neu zu betteln, zu flehen, haben wir uns entschlossen, Sie alle einzuladen, mit der Kommunität hier im Mutterhaus zu beten und mitzuleben, wenigstens punktuell. Konkret könnte es sein, und dazu sind Sie eingeladen, schauen Sie in Ihren Kalender, was möglich ist, etwa an jedem Donnerstagabend mit der Kommunität den Rosenkranz zu beten, dann die Feste zu beten, Eucharistie zu feiern und Abend zu essen, jeden Donnerstag eine Gebetsgemeinschaft zu sein, eine Glaubensgemeinschaft, eine Hoffnungsgemeinschaft zu sein, an jedem Donnerstag jeder Woche, die auf uns zukommt. Und wenn Sie an einem anderen Tag Zeit haben, ist das auch okay. Und dann können Sie vielleicht noch ein bisschen sich ausweiten, wenn der eine oder die andere Zeit hat, Lust verspürt, sich eingeladen weiß. Sie sind eingeladen, eben weil auch 2, 3 Tage mit der Kommunität zu leben, zu beten, zu essen, gemeinsam Gott und seine Treue zu suchen und seiner Liebe zu trauen. Wir haben Übernachtungsmöglichkeiten, natürlich für Nichtdeutsche, für Gäste, und die begrüße ich ganz herzlich unter uns. Aber wir haben auch Übernachtungsmöglichkeiten für Deutsche, die noch einmal mit beten, mit hoffen, mit glauben, mit lieben, mit essen und mit Gemeinschaft pflegen. Jeden Donnerstag und wenn Sie wollen, auch mehrere Tage hintereinander, die Einladung steht. Hand aufs Herz. Das Symbol des Herzens. Alles ist dem möglich, der liebt. Wir werden da, wenn wir an uns denken, sehr bescheiden sein. Aber wenn wir an ihn denken, es ist die Frage des Vertrauens, des Glaubens. Ihm ist alles möglich, weil er liebt. Und diese Liebe, dazu sind Sie und ich, wir alle, je einzeln eingeladen, dieser Liebe zu trauen. Wenn wir unseren Glauben bekennen, dann soll das ein neuer Versuch sein, zu glauben, dass Gott für uns ist. Die Sünde auf sich nahm, er ist am Kreuz gestorben. Doch
liegt das Kind, denn wir werden auferstehen, wie Christus es getan. Die Schuld wird uns vergeben, ich glaube daran. Auch wenn Jesus Christus uns sagt, dass unser himmlischer Vater weiß, was wir brauchen, vertrauen wir ihm dennoch unsere Sorgen und Beten an. Und lass uns der Macht und Liebe Gottes trauen, auch wenn wir ihn oft nicht spüren. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Hilf uns, dir und deine Liebe zu trauen und dich durch unseren Glauben und Leben auch anderen Menschen zu bezeugen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Schau auf alle die Verängstigten, Leidenden, Flüchtenden, Verwundeten und Gefallenen in der Ukraine, und schenke ihnen den Frieden, den die Welt offenbar nur sehr schwer hinbekommt. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Stärke alle, die in Therapeutchen und Karitativen Berufen tätig sind, dass sie ihr Leben und ihr Können zum Wohl der Leidenden wirksam einsetzen können. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Mache unser Bemühen fruchtbar, dass unsere Gemeinden Orte der Gemeinschaft und der Begegnungen sind. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für uns alle, die um diesen Altar versammelt sind und in allen unseren Anliegen für unsere Bewohner, ihre Angehörigen und Freunde, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Mitglieder der Band Spirit und ihre Familien, für unsere im Hospiz verstorbenen Bewohner, Herr Eckhard Emmons und seine Familie und für Herr Ernst Braun, für alle Menschen, mit denen wir verbunden sind und denen wir unser Gebet versprochen haben. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Um die weltweite Ausbreitung des Charismas der Liebe von Mutter Marie Therese und der Kommunion in Christo. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Du Gott der Liebe und Treue, der versuchen wir immer neu in allen Unsicherheiten, Ängsten und Nöten zu trauen, sei du uns nahe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Stück wurde in unseren Händen reicht aus.
unser Gott. Wir bringen die Gaben zum Altar, die du selber uns geschenkt hast. Nimm sie von deiner Kirche entgegen und mache sie für uns zum Sakrament des Heils. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben. Denn in dir leben wir, in dir bewegen wir uns und sind wir. Jeden Tag erfahren wir aufs Neue das Wirken deiner Liebe. Schon in diesem Leben besitzen wir den Heiligen Geist, das Unterpfand ewiger Herrlichkeit. Durch ihn hast du Jesus auferweckt von den Toten und uns die sichere Hoffnung gegeben, dass sich an uns das österliche Geheimnis vollendet. Darum preisen wir dich mit allen Chören der Engel und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Das Geheimnis unseres Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deiner Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles nach. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Helmut und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die erschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und der Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die wir hier gefunden haben, von dem Beginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es, darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Keine Angst, du kleine Herde, es hat dem Vater gefallen, dir das Reich zu geben. Und so bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sorgen und Ängste, schau nicht auf unsere Fehler und Sünden, schau auf den Glauben und das Vertrauen deiner Kirche und schenke daraufhin uns und allen Menschen nach deinem Willen Leben in Fülle, Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. So gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Gemeinschaft. Und neu beginnt der Tag.
Seht in diesen Zeichen des Brotes und Weines Christus, den Auferstandenen. Er ist das Lamm Gottes und nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du reingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gut der Herr ist. Thank you.
Dieser Mensch spürt Lebensfreude, Lust am Dasein, er empfindet auch Dankbarkeit. Mein meditatives Bild, gerade auch angesichts dessen, was Bruder Ammann ganz am Anfang seiner Predigt alles aufgezählt hat an Lieblosigkeiten in dieser Welt, ist das einer Waage. Auf der einen Seite unsere menschliche Liebe, getragen und gehalten durch die Liebe Gottes, und auf der anderen Seite der Mangel an Liebe bei all den Krisen, bei all dem Hass, bei all dem, was Menschen schwächt. Für mich wird als evangelischem Pastor heute Morgen aus dem Blickwinkel der Liebe Gottes all das sichtbar und spürbar, was auch hier in diesem Raum und in diesem Haus an Liebe zu spüren ist. Eben der afrikanische Gesang oder der Gesang der Gruppe Spirit, das ist für mich Liebe. Genauso auch entscheidend für mich in der Meditation der Liebe, das Schöne und Gute, wenn Menschen, wenn Glaubensgemeinschaften sich auch in ihren Verschiedenheiten zusammensetzen können und auf Christus schauen können, das Wort Gottes hören und feiern. Ich freue mich auch auf das Miteinander gleich beim Fest. Bei mir ist das immer im Vordergrund, eine schöne Tasse Kaffee, wenn ich Glück habe, auch ein gut durchgebratenes Würstchen, das macht mir dann wirklich Spaß. Und ich kann es immer wunderbar sehen, wenn andere was anderes mögen und man am gleichen Tisch sitzt. Deswegen für mich auf der positiven Seite heute Morgen auch das, was im Namen dieses Hauses zum Tragen kommt, nämlich Communio, Gemeinschaft, dass man Gemeinschaft pflegt, und in Frieden und in Freude beieinander ist. Und das Zweite wurde eben miteinander gefeiert, ist die Danksagung, dass man in der Liebe Gottes gegenüber all dem Leid und Elend auf der Welt, aber auch hier bei uns selbst in unserem eigenen Leben, ja, Krankheiten, Einschränkungen, das haben wir gehört, dass man zu einem tiefen Dank dem Leben und
der Gemeinschaft untereinander und der Gemeinschaft mit Gott hinkommt. Im gemeinsamen Blick auf Jesus Christus ist es in meinen Augen immer wieder möglich, in einen Ausgleich zu kommen. Hoffentlich natürlich auch in einem Mehr bei den positiven Dingen, die es in der Liebe gilt, anzunehmen und darin zu leben. So möchte ich meine etwas gekürzten Gedanken zur, ich nenne es mal Meditatio Caritatis, mit einem internationalen herzlichen Dankeschön für Ihre Einladung abschließen. Thank you. Ich hoffe, ich spreche jetzt die anderen Begriffe hier so halbwegs richtig aus. Jikuye. Nandi. Ist das richtig? Nandi, ist mal er. Jakuyo. Spasibo. Grazie. Danke sehr. Ein Tropfen Liebe ist eben mehr als ein ganzer Ozean Verstand. So formulierte es der Dichter und Mathematiker Blaise Pascal. Und Gottes Friede, welcher höher ist als unser Verstehen und Begreifen, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen. Herzlich Dankeschön sagen, dass Sie so frisch mit uns gesungen und mit uns gebetet haben. Und Frau Stöhl, herzlichen Dank für die brüderlichen Worte, die ins Herz gegangen sind. Ihnen allen vielen Dank, dass Sie gekommen sind
Wir feiern ja jetzt den Dank nicht nur an Gott, sondern auch den Dank an Sie alle. Sie sind unsere Gäste und die Frau Lubig, die Chefin unseres Organisationsteams, wird uns noch einige Sätze sagen. Pater Ammann weiß ganz genau, dass ich das Wort Chefin nicht so gerne höre. Ich bin ja auch eine Frau, die schon so lange mit der Kommunio zusammen hat. Ich bin so allein Mitglied bei der Kommunio und ich freue mich, so viele liebe Menschen heute begrüßen zu dürfen. Ich möchte ein paar kleine Hinweise geben für den Tag. Am Ausgang der Kapelle und im Eingang des Festbereiches finden Sie eine schöne große Bodenvase, wo Sie den ein oder anderen Euro, den Sie übrig haben, gerne hineinschmeißen dürfen. Auf dem Festgelände finden Sie einen Bücherstand, einen Bazar und selbstverständlich was zu essen und zu trinken. Zum Essen und Trinken sind Sie herzlich eingeladen. Alles andere dürfen Sie, wenn Sie möchten, käuflich erwerben. Ich möchte Sie noch bitten, wenn Sie gleich die Kapelle verlassen, bitte nehmen Sie den Weg über den Bürgersteig, weil das mit der Treppe zu gefährlich ist und direkt dahinter steht auch schon ein Stand. Bitte nehmen Sie den Bürgersteig und kommen dann an dem nächsten Eingang wieder rein. Ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche Ihnen einen ganz, ganz schönen Tag. Weitere Informationen gebe ich Ihnen dann später. Wir treffen uns ja hier noch einmal zu einer kleinen Vesper. Dankeschön. Für den ganzen Tag und weit darüber hinaus erbitten wir uns Gottes reichen Segen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Er segne und begleite uns der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. So geht jetzt hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Noch eine Bitte, auch wenn Sie vielleicht schon Hunger haben. Es kommt jetzt das Schlusslied, aber dann gibt es noch so einen Abschluss, ein sehr schönes Lied. Bitte laufen Sie nicht schon vorher raus. Die Band gibt sich so viel Mühe. Bleiben Sie noch, bis das letzte Lied gesungen ist. Dankeschön. Ich wünsch dir seine Nähe, seine Kraft, ein reich erfülltes Leben, über dem die Hand des Höchsten wacht, Liebe und Wärme, Gelassenheit in allem, was du tust, dass du auch in Stürme sicher und im Frieden mit dir ruhst. Ich wünsch dir diesen Segen. Ich wünsch dir Gottes Segen, Geborgenheit in Vater, Sohn und Geist, Glaube wie ein Feuer, das wärmt und nicht in den Augen beißt, Sehnsucht und Hoffnung, Menschen, die dich in die Weite führen, Freunde, die dich tragen, Gedanken, die die Seele inspirieren, ich wünsch dir diesen Segen. Segen. Segne dich.
Yeah.
Hier sein. Danke für alles und wir freuen uns jetzt auf den Diakon Willibert Pauls und wir gucken mal, was er uns zu sagen hat. Vielen, vielen Dank. Ich danke auch. Ja, die meisten, danke für den Applaus, die meisten kennen mich ja nicht als Diakon, sondern als Büttenredner im Karneval und da sehe ich dann so aus. So, das ist der Bergische Jung. Ich hoffe, die, also jetzt nicht Rheinländer, the people of color und die lieben Schwestern aus Indien, die sind jetzt nicht erschrocken, dass da jemand mit Pappnase in einem sakralen Raum in der Kirche steht. Aber das ist im Rheinland normal. Also, so wie in meinem Leben die zwei Bereiche der Religion und des Karnevals sich vermischen, so ist das auch im Rheinland, dass durchaus selbst mit Erlaubnis des Bischofs also eine Pappnase und ein heiterer Vortrag gehalten werden darf. Und das mache ich jetzt. Also jetzt kommt eine Art Büttenrede und später in der Vesper darf ich auch eine Predigt halten. Also beides ist jetzt hier quasi auf der Bühne. Einmal auf der Altarbühne. Und jetzt verwandelt sich der Ambo in eine Bütt. Es ist ja nicht immer leicht, gerade in unserem Bistum in Köln, Sie haben das alles mitgekriegt, ja, welche Stürme da also toben. Und zurzeit, wenn ich auf der Bühne bin, bekomme ich immer sehr viel Applaus für einen etwas respektlosen Satz, den ich mich aber traue, auch hier zu sagen, bezüglich unseres Kardinals Wölki. Ich sage dann immer, ich wollte Kardinal Wölki ein Fahrrad schenken. Er hat es nicht angenommen. Klar, das Fahrrad hatte einen Rücktritt. Ja. Und das kann er natürlich nicht vertragen. Ja, aber ich sage da gleich noch mehr zu Witze über die Kirche und so weiter. Zunächst einmal, ich hatte jetzt eben am Tisch einen Witz erzählt über evangelisch und katholisch. Ich komme nämlich gerade, also vor diesem Termin hier, war ich Prediger in einer freikirchlichen Gemeinde. Ich habe so katholische Macht, wie es eben hier. Ja. Und ich bin gerne, weil die sind leidenschaftlich noch in ihrer Religiosität, haben allerdings keine, und das ist der große Manko der evangelischen Kirche, meiner Meinung nach, kaum Liturgie. Es geht alles über das Wort, über den Kopf. Und das ist natürlich ja, immer nicht so schön. Aber das habe ich da auch gesagt, was uns verbindet, ist das Wichtigste. Das Wichtigste in der evangelischen, in der katholischen, in der orthodoxen Kirche, das Wichtigste überhaupt ist Christus. Und in dem finden wir uns. Das ist die stille Stelle in einem Rad, was sich dreht. Ja? Das Rad dreht sich und das weiß ich nicht alles. Aber der Mittelpunkt von dem Rad, um das sich alles dreht, das ist Christus. Und von daher hat man auch die Freiheit, auch Witze über evangelisch und katholisch zu machen. Und wisst ihr, einer der schönsten Erlebnisse, evangelisch, ist wirklich so passiert. Das ist jetzt nicht erfunden, sondern in dem wunderbaren Kohlport, Ruhrgebiet, 1960er Jahre, der damalige Bischof von dem neu gestalteten Bistum Essen war der Franz Hengsbach, der Ruhrbischof. Ja. Und der hat eine Zeche besucht, damals gab es ja noch viele Kohlenzechen, und die katholischen Kumpels, die durften ihn begrüßen. Tja, haben sie natürlich gemacht, brauchten sie nicht zu arbeiten. Also der ganze Saal voller Katholiken, voller katholischer Bergleute, der Bischof kommt, der Bischof segnet. Damals war das doch so, Reizreaktionsschema, ja, Pavlovscher Hund. Wenn ein Bischof segnet, konnten Katholiken ja nicht anders, zack, sich hingekniet. Also der ganze Saal kniet, außer einem. Ein Kumpel bleibt stehen. Da war das ein Evangelischer, hatte sich reingeschmuggelt, ja, und jetzt war er aufgefallen.
Also selbst ich wäre doch in so einer Situation zutiefst unsicher gewesen. Ja, Boden, tu dich auf. Nicht der Ruhrpötter. Folgender Dialog ist wirklich passiert, nicht erfunden. Also der evangelische Kumpel ruft durch den ganzen Saal zum Bischof. Ich gehöre nicht bei eurem Verein. Oder? Bischof, ganz jovial, das ist kein Problem. Ich nehme an, Sie sind ein Anhänger von Dr. Martin Luther. Jetzt ruft er zurück, oh nee, höre ich bloß auf mit die Knappschaftsärzte. Wunderbar. Eine wunderbare Erzählung, wie befreiend der Witz ist, wie befreiend der Humor ist. Humor steht immer über den Dingen. Humor macht frei. Jetzt muss ich natürlich auch noch, das war ja Ruhrpott, die rheinische Mentalität erklären. Da gibt es schöne Geschichten. Da ist ein Bayer, ein Hamburger und ein Rheinländer. Und die drei treffen sich, haben einen schönen Abend und dann fangen sie an zu philosophieren und zu spekulieren, wer den wertvollsten Nachnamen trägt. Daran festzumachen, welche Tradition, wie weit dieser Name in der Geschichte zurückreicht. Dann sagt der Bayer, ja, das bin eindeutig Ekel, ich heiße Becker von Backen mit E, Becker. Ja, und der Name geht zurück bis Jesus Christus. Ja, weil beim Abendmahl wurde Brot gebrochen und das hat ein Bäcker gebacken. Bäcker, mein Name, am ältesten. Sagt der Hamburger, tut mir leid, aber mein Name ist noch älter. Ne? Also ich heiße Zimmermann und der Name Zimmermann, der geht zurück bis Noah. Ja, siehe, die Arche, das war ja ein Schiff. Ne? Die Arche Noah war ein Schiff aus Holz. Und das hat Zimmermann gebaut, ne? Also Zimmermann ist bis zur Arche Noah zurück, ne? Und jetzt nur, ob den Rheinländer wie der wohl heißt. Dann sagt er natürlich, ich heiße Schmitz. Und die zwei lachen, ne? Ja, Schmitz, das ist ja ein Witz, gell? Also Schmitz, wie weit soll das denn reichen? Schmitz, oh, ne? Und der Hamburger, Schmitz, hehe. Ist ja lehrlich, ne? Also was soll das denn für eine Tradition haben, Smith, ne? Dann sagt der Rheinländer, ihr kennt doch Adam und Eva. Jo. Ja, und der Adam hat ja die Eva geheiratet. Ja, ja. Und das war eine geborene Smith. Eine geborene, herrlich, ja. Und meine Lieblingserzählung über die rheinische Mentalität, die geht so. Da ist ein Türke, ein Westfale und ein Rheinländer. Alle drei sind krank und sie begegnen Gott, dem Allmächtigen. Und dann sagt der Türke, Allah, ey Allah, bin krank, Allah, viel Schmerz, Allah. Sagt er, wo mein Sohn? Im Kreuz. Oh, Entschuldigung, Allah, im Rücken. Da muss man aufpassen. War ein versteckter Witz, aber so ein gutes Publikum, ja? Küt Allah, leg dem Türken die Hände auf den Rücken. Zack, ist der gesund. Sagt der Westfale, jo, Herrgott, das ist genau dasselbe mit meiner Schulter, wohl? Oh, Schmerzen in der Schulter? Kommt Gott, legt dem Westfalen die göttlichen Hände auf die kranke Schulter. Zack, ist er gesund. Dann wendet sich Gott mit seinen heilenden Händen Richtung Rheinländer. Da sagt er, pass auf, Jung, Flossen weg, ich bin noch 4 Wochen krank geschrieben. Ja? Das ist der Rheinländer. Könnt ihr euch vorstellen, dass dieser Witz, der ja nun wirklich harmlos ist, ja, dieser Witz führte zu mehreren Beschwerdebriefen an das Kölner Festkomitee. Ich hätte diskriminierende Witze, ja, weil Türke drin vorkommt. Und Allah, das wäre eine Beleidigung der türkischen MitbürgerInnen.
muss man ja heute sagen. Wisst ihr, manchmal habe ich den Eindruck, wir haben nicht mehr alle Latten am Zaun, ja. Also diese Sprachpolizei und diese übertriebene Wokeness, nennt man das, ja, das ist ja eine schlimmere Zensur, als sie in der Inquisition jemals war, ja. Und ich finde, wir müssen aufpassen, dass wir es nicht übertreiben. Natürlich muss man in der Sprache aufpassen. Sprache kann verletzen. Aber man darf die Grenzen doch nicht zu eng nehmen. Und man darf doch Witze erzählen, wo auch Türke drin vorkommt. Beispiel. Ja? Da ist also, das war noch in der Zeit, als man sein Auto privat auf der Straße vor der Garage putzen konnte. Da ist ein Kölner, der putzt sein Auto und wienert. Und zum Schluss ein Eimer Wasser psch, über das Auto. Nebenan der türkische Nachbar, der Ali, ja, putzt auch sein Auto. Und als er sieht, dass sein Nachbar, der Kölsche, ja, das Auto mit Eimer Wasser überschüttet, rennt Ali in seine Garage, holt eine Eisenzange und stack, schneidet so ein bisschen vom Auspuff ab. Und dann sagt der Kölsche, hör mal Ali, hast du so nur alle? Warum schneidest du denn ein Stück von deinem Auspuff ab? Sagt er, wenn du dein Auto taufen kannst, kann ich meins beschneiden. Ja? Wunderbar. Das ist doch nicht diskriminierend. Ja? Ich meine, gut. Ich teste immer, wisst ihr, Fundamentalisten, die kann man daran erkennen, und Ideologen, die kann man daran erkennen, sie können nicht über sich selber lachen. Sind immer beleidigt, ja, und das ist natürlich mittlerweile in unserer Sprache mit der Wokeness, Political Correctness, Gender und so weiter genauso. Und ich teste das immer aus durch einen Witz. Und da gibt es über die Gender-Übertreibung, Gendersprache, schönen Witz, da ist eine junge Frau, die ist sehr gendersensibel und sie hat sich vorgenommen, nur noch die weibliche Form in der Sprache zu benutzen. Jetzt hat sie allerdings Durst auf einen Radler. Radler, ER, geht gar nicht, ja. Klingt maskulin. Also, ist ja kein Problem, sie geht in die Wirtschaft und sagt zu dem Wirt, ich hätte gern eine Radlerin. So, und dann sagt der Wirt, oh, das tut uns leid, aber unser Zapfhuhn ist kaputt. Einer engen Ideologie begegnet man am besten immer mit Humor. Und dann ist der Humor, der Witz, ein Lackmustest. Und so wie es in der Politik ist, ja, also Diktatoren, die erkennt man unter anderem daran, sie verfolgen immer die Witzemacher. Warum eigentlich? Mein Papa hat mir erzählt, Willibert, als wir junge Soldaten waren im Dritten Reich, und als wir, wenn wir unter uns waren, haben wir Witze über Hitler gemacht. Und ich als Kind, Papa, ja und? Sagte Willibert, wenn das rausgekommen wäre, wir wären an die Wand gestellt worden, erschossen. Ich sag, Papa, aber doch nicht für einen Witz. Heute weiß ich, dass er recht hat. Also, wenn man, also zum Beispiel im Islamismus, nicht im Islam, aber im Islamismus, das wisst ihr, also im fanatischen Islam. Wenn du wagst, einen Witz über Mohammed zu machen, lebst du nicht lang. Und so ähnlich kann übrigens das hier in dem Rahmen, darf ich das gerne sagen. Ich habe natürlich meinen Papa gefragt, Papa, wenn das lebensgefährlich war, woher wusstest du denn, wenn du einen Witz über Hitler machtest, dass da kein Nazi unter den Zuhörenden war? Und dann hat mein Papa wirklich geantwortet, Willibert, da konnte kein Nazi drunter sein. Wir waren alles Kolpin-Brüder. Und ich finde, sowas muss man auch mal erzählen, wie viel Gutes die Kirche getan hat. Für meinen Papa war klar, wer einem Adolf Kolpin folgte, konnte nicht einem Adolf Hitler folgen. Und er hat recht gehabt. Und ja, warum verfolgen die Diktatoren die Witzemacher? Die Antwort darauf finden wir in dem großartigen Roman Der Name der Rose.
Da ist ja ein fundamentalistischer Mönch, der nur um das Buch über das Lachen, was positiv das Lachen darstellt, nur damit das Buch nicht gefunden wird, tötet er die, die das Buch gefunden haben. Und damit sie es nicht verbreiten. Und als er zur Rechenschaft gezogen wird, antwortet und begründet er seine Morde. Wir müssen das Lachen bekämpfen, weil das Lachen die Angst besiegt. Und das stimmt. Jede Diktatur, egal ob politisch oder religiös, arbeitet mit terroristischer Angst. Und in dem Moment, wo ein Mensch lacht, in dem Moment ist er frei, steht er über der Angst und steht über dem Diktator. Deshalb ist der Humor so wichtig. Und deshalb erkennt man eine gesunde Religion oder Religiosität daran, dass man ungestraft auch Witze, die nicht demütigend sind, über die Religion machen darf. Und mein damaliger Bischof, als ich im Fernsehen und in Fernsehsitzung war, das war ja noch Kardinal Meissner. Ich habe ihn immer Kanalmeister genannt. Ja. Und viele ultrakonservative Katholiken, die waren entsetzt, dass ein Diakon in die Karnevalsbütt geht. Und dann haben sie dem Kardinal Meissner geschrieben, Herr Kardinal, schreiben Sie ein, es gehört sich nicht, dass ein Geistlicher in die sündige Welt des Karnevals geht. Schreiben Sie ein. Wie hat der Kardinal Meissner, der Kanalmeister, reagiert? Ich verrate euch kein Geheimnis, Kardinal Meissner war sehr, sehr autoritär, konnte launig sein und war auch manchmal überkonservativ. Aber das ist okay. Ja? Aber damit sage ich euch nichts Neues. Ich habe immer gesagt, Kardinal Meissner schläft grundsätzlich in einem Doppelbett, damit er sich auch nachts querlegen kann. Ja? Der lag einfach gerne quer. Nicht ein einziges Mal hat der Kardinal Meissner mich ermahnt. Er hat den Briefeschreiberinnen und Briefeschreiber immer gesagt, nein, ich werde den Diakon gewähren lassen, denn was er macht, ist gut. Er beleidigt nicht die Religion, aber er darf Witze über die Religion erzählen. Hat der Kardinal Meissner zum Entsetzen dieser, ja, sag ich mal, sehr, sehr, sehr strengen Katholiken zurückschreiben lassen. Ich durfte es einmal erleben, in einer Benefizsitzung, das waren die einzigen Sitzungen, wo der Kardinal auch hinging, war ja für einen guten Zweck, und dann saß er da als Schirmherr, und ich komme eines Tages in eine Karnevalssitzung, da sitzt der Kardinal Meissner direkt vor mir. Und ich hatte einen Witz über den Kardinal in meiner Rede. Aber dann habe ich gedacht, Willibert, sei tapfer, du erzählst jetzt den Witz über den Kardinal, auch wenn er vor dir sitzt. Ja? Natürlich aus dem Augenwinkel immer geguckt, wie reagiert der Kardinal. Ja? Also der Witz ging so. Kardinal Meissner kommt zu einem ganz normalen Kölner Friseur. Der Friseur sieht der Kardinal und sagt, ach, das ist aber schön, dass Sie auch mal zu mir kommen, Herr Drewermann. Drewermann war und ist ein ganz heftiger Kirchenkritiker, aber ein Poet und ein Philosoph und ein Prophet, ist nach wie vor fromm, aber er hat auch nicht alle Latten am Zaun, aber er ist wirklich, also für Kardinal Meissner war er das rote Tuch. Also der Friseur sagt zum Kardinal, Herr Drewermann, und der Kardinal, ach, hast du dich verhört, Joachim? Der setzt sich also in den Stuhl und der Friseur fängt an zu schneiden. Und Herr Drewermann, zu Hause alles in Ordnung, Herr Drewermann? Was macht die Familie, Herr Drewermann? Kardinal, der Friseur ist fertig, springt der Kardinal auf und brüllt den Friseur an. Ich heiße nicht Drewermann. Sagt er, das weiß ich doch, Herr Kardinal. Aber dann stehen immer so schön die Haare zum Berge. Wunderbar. Wisst ihr, und das ist ein Paradebeispiel.
wie wichtig und wie befreiend der Humor ist. Der Kardinal saß vor mir und hat sich kaputt gelacht über den Witz. Diese Freiheit hatte er. Er war kein Fundamentalist. Er wusste genau, diese Position über den Dingen in einer inneren Freiheit, die sich im Lachen ausdrückt und in Witzen ausdrückt, die ist kein Gegensatz zur Religion, sondern sie ist mit der Religion, wenn sie gesund ist, gleich. Das ist das Entscheidende. Und so durfte ich alle Witze über die Religion machen. Beispiel einer meiner Liebsten, der Aalfrau Schmitz kommt in Beichtstuhl. Pastor ergänze: Frau Schmitz, ja, ich muss was beichten. Ja, sicher, bitte. Im letzten Kriegsjahr habe ich einen jungen französischen Soldaten im Keller versteckt. Frau Schmitz, da ist doch keine Sünde. Haben Sie ein gutes Werk getan? Nee, ich muss es beichten. Ich hatte ihm eine Bedingung gestellt. Dafür, dass ich ihn nicht verrate, musste er mich einmal in der Woche im Bett besuchen. Huch, Frau Schmitz. Aber hören Sie mal, dann müssen Sie nicht mehr beichten. Das ist doch längst verjährt, meine Güte, Zweiter Weltkrieg. Außerdem, unser neuer Papst sagt immer, an erster Stelle kommt einzig und allein die Liebe. Und von da aus gucken wir mal nach der Moral. Müssen Sie nicht beichten. Und doch. Ja, warum denn, Frau Schmitz? Also, ich bin jetzt 96. Er ist 87 und ich habe ihm noch nicht erzählt, dass der Krieg vorbei ist. Ein Paradebeispiel, wie wichtig die Position über den Dingen ist, im Humor. Und was hat das mit der Religion zu tun? Alles. Als Atheist kann man ein guter Mensch sein. Ich bin überzeugt davon, Gott fragt beim Gericht nicht, warst du katholisch, warst du Baptist, warst du Muslim, warst du Atheist. Er wird fragen, hast du versucht, ein guter Mensch zu sein? Davon bin ich überzeugt. Und selbstverständlich kann man auch als Atheist ein guter Mensch sein. Aber ein Unterschied bleibt. Aus atheistischer Sicht ist alles Leben letztlich nichts anderes als ein biochemischer Prozess in Materie. Und die Atheisten sagen sogar, die Gefühle sind nichts anderes als ein Epiphänomen, also als eine Nachfolge einer biochemischen Reaktion im limbischen Gehirnlappen. Also auch wieder nur Biochemie, und zwar zwecks Erhaltung der Art. Liebe sei ein Trick der Evolution zur Erhaltung der Art. Ich aber glaube, selbst der eingefleischteste Atheist schafft es nicht, seinem Kind in die Augen zu schauen und dabei wirklich zu denken, tja Kind, letztlich bist du nur ein Zellhaufen, der biochemisch reagiert. Und wenn ich dich lieb habe, Kind, mehr als mein Augenlicht, dann ist das ja nur ein Trick der Evolution, damit unsere Gene weitergegeben werden. Macht keiner. Ich glaube, tief, auch bei Atheisten, ist die Sehnsucht, dass der Mensch unendlich mehr ist, als nur Biochemie in einem Zellhaufen. Denn, nach ihrer Aussage, ist ja mit Ende der Biochemie der Beginn der Verrottung auf dem kosmischen Abfallhaufen des Nichts in einem vollkommen gleichgültigen Universum, das in Myriaden von Sternenhaufen ohne Sinn vor sich hinrollt. Also nichts, nichts, kein Sinn. Kein Gott, keine Seele. Wenn meine Mama mir in die Augen schaute, dann wusste ich, dass sie dachte, Willibert Jung, du hast eine Seele, Kind. Und deine Seele ist kostbarer als das ganze Universum und nichts kann deine Seele zerstören. Keine Krankheit, keine Depression, kein Putin, kein Corona,
sogar der Tod nicht. Das heißt, es ist die radikalste Perspektive über den Dingen, weil sie sogar über dem Tod steht. Meine atheistischen Freunde sagen dann, ja, Willibert, das ist sehr schön, was du da erzählst, aber es ist nicht plausibel. Plausibler ist doch zu glauben, dass wir nur ein Zellhaufen aus Materie sind. Plausibler ist doch zu glauben, dass es kein Leben nach dem Tod gibt. Plausibler ist es zu glauben, dass es keine Seele gibt. Und dann antworte ich immer mit einem Satz, der ist auch von Drewermann, aber sehr, sehr tief. Drewermann hat gesagt, der plausibelste Grund zu glauben, dass es Wasser gibt, ist der Durst. Es wäre vollkommen absurd, Durst zu verspüren, wenn nicht die Quelle da wäre, nach der wir dursten. Sonst hätten wir keinen Durst. Und wenn ich das analog sehe, in den Augen aller Menschen, auch der der Atheisten, ist eine unstillbare Sehnsucht, dass der Mensch doch mehr sein möge, als nur ein Zellhaufen, der biochemisch reagiert. Dieser Durst ist in allen. Und deshalb vertraue ich diesem Durst, dem äußeren Durst, aber auch dem inneren Durst, denn der ist in allen. Und deshalb ist es plausibler, so glaube ich, zu glauben, wonach wir dürsten, als zu sagen, das ist alles Quatsch. Und wenn das wahr ist, und ich glaube, es ist wahr, was meine Mama mir ja erzählt hat und was wir hier glauben, das ist die österliche Perspektive. Die Perspektive ist das Entscheidende. Wie sehen wir die Dinge? Und die österliche Perspektive ist wie der Humor über den Dingen. Und deshalb sind Humor und gesunde Religiosität Bruder und Schwester. Und deshalb dürfen wir nicht nur Witze über den Tod erzählen, sondern da ja der Kern unseres Glaubens ist, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Es ist die Ostern ist der Kern unseres Glaubens. Deshalb, ja, sind, weil das auch über den Dingen steht, Bruder und Schwester, Humor und Glaube, habe ich schon mal gesagt. Und deshalb dürfen wir auch Witze über den Tod erzählen, müssen es sogar. Und deshalb zum Schluss mein Lieblingswitz über den Tod. Dünnes und Schäl. Voll wie ein Eimer, schwankend durch die Straßen von Köln, unter Absingen von despektierlichem Liedjud, Maria durch Goldenwaldchen. Sie kommen an den Friedhof beladen und wollen über den Friedhof als Abkürzung gehen. Die zwei Suffköpfe kommen aber nur bis zur Mitte des Friedhofs und mitten auf dem Friedhof sinken beide in tiefen Schlaf. Am nächsten Morgen wird der Tönnes wach. Oh, und dann der Schock. Hä? Wieso Gräber? Soweit sein Auge reicht, nur Gräber. In dem Moment wird der Schäl wach, rappelt sich hoch und sagt, Tönnes, was ist los? Seht ihr, was los ist, kann ich dir sagen, Kamerad. Auferstehung, wir zwei sind die Ersten. Die Ersten. Ich sage mal, der Witz erzählt mehr über Ostern als 10 theologische Vorträge. Weil man in diesem Witz merkt, worum es geht, um Freude. 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 Ja, wie an Gaudete, ja, freut euch. Und noch einmal sage ich, freut euch. Weil was kann uns passieren? Ich glaube, diese tiefste Erkenntnis, dass der Mensch ja, in Gott geborgen ist und dass kein Putin dieser Welt, auch nicht der Schnittertod, uns trennen kann von der Liebe, die Gott ist. Diese Erkenntnis ist die Quelle, warum ja, diese Frau diese Bewegung gründen konnte. Warum Männer und Frauen aus Deutschland und aus Übersee, ja,
wie schön ist es, die vielen Schwestern aus Indien zu sehen. Ja, Franziskus Xaverius aus dem alten und müden Europa, ja, missionierte in Indien und in Asien. Und jetzt kommen die indischen Schwestern und missionieren uns. Ist das nicht herrlich? Ja. Und dahinter die Kraft, das ist immer die gleiche Kraft. Es ist die Kraft der Liebe. Und die spüren wir, wenn wir uns freuen. Unschuldig und wehrlos freuen. Dann sind wir ganz nah am lieben Gott. Und wer das auch wusste, der ist immer mein Schlusszeuge. Dass Religion und Humor Bruder und Schwestern sind, die über den Dingen stehen. Das war Pater Braun von Chester. Herrlich verfilmt mit Heinz Rühmann. Wir kennen die Filme. Und in einem der Filme sagt jemand empört zu Pater Braun, der in einem Gefängnis Witze erzählt. Der Pater Braun kommt in ein Gefängnis und da macht er Witz. Ne? Und dann sagt der Pater Braun, wie können Sie denn als Geistlicher Witze erzählen? Und das auch noch im Gefängnis und dann auch noch als Priester. Und dann sagt Heinz Rühmann als Pater Braun, Humor ist eine Erscheinungsform, der Religion nur, wer über den Dingen steht, kann sie belächeln. Und das, liebe Schwestern und Brüder, das wünsche ich uns, dass uns das gelingt, über den Dingen zu stehen, uns nicht von den Dingen runterdrücken zu lassen, runterziehen zu lassen, brauchen wir nicht. Warum brauchen wir das nicht? Weil wir in Gott erlöst sind. Was kann uns passieren? Selbst der Tod kann uns nicht zerstören, unsere Seele nicht, jede Seele nicht. Und das ist wunderbar. Und deshalb, dürfen wir bei allen Sorgen, die wir haben und bei allen Krisen, braucht niemals zu verzweifeln. Niemals. Denn Pater Braun wusste schon, Humor ist ein Teil der Religion. Nur innere Freiheit von allen Sachen befähigt uns, sie zu belachen. Der Rheinländer hätte längst im Blut und selbst Hauptsache ist, und im Jachten des Lebens ist Humor der beste Dumm. Das sagt der Bergische Jung. Dankeschön. Und beten und singen de Vesper. Ja. So sum corda. Ja? Glauben auf Lateinisch, ja, heißt, kommt vom Lateinischen cordare, das Herz geben. Ja. So sum corda heißt es in der Lateinisch. Wir geben, dann erheben das Herz. Und das tun wir jetzt in der Vesper. Bis gleich. Da habe ich aber dann keine Pappnase auf. Also.
Wird Gerechtigkeit und Heil erlangen.
Denn die Schrift sagt, wer an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, wer aus dem Herzen her glaubt, credere, cordare, das Herz geben. Wer aus dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, der wird gerettet werden. Der ist schon gerettet. Der ist erlöst von Verzweiflung und Abgründigkeit. Ich möchte euch dazu eine wahre Geschichte erzählen von meiner Cousine Maria. Sie glaubt mit dem Herzen und sie verkündet mit dem Mund. Und zwar der Hintergrund, denkt dran, was ich erzählt habe von meinen atheistischen Freunden. Sie sagen, ja, also Glaube, das ist ja nicht wissenschaftlich. Und wenn etwas nicht wissenschaftlich ist, dann ist es eine Lüge, sagen sie. Darauf die wahre Geschichte. Meine Cousine und all meine Vettern und Cousinen wohnen in dem jetzigen Ostbelgien. Ja, also damals Hocheifel, war es doch deutsch, als mein Großvater von dort ins Bergische Land ausgewandert ist. Aber jetzt eben belgisch, aber sie sprechen natürlich Deutsch und zwar in so einem herrlichen Singsang. Und mindestens einmal im Jahr besuchen meine drei Schwestern und ich unsere zahlreichen Cousinen und Vettern in Belgien. Aber als wir, das war im Jahr vor Corona, hinfuhren, da war unser Herz schwer. Warum? Weil wir natürlich wussten von der furchtbaren Tragödie. Die Tochter meiner Cousine Maria, mit Namen Antonia, alleinerziehende Mutter von zwei Jungens, war mit ihrem Motorrad tödlich verunglückt. Und als wir dann da waren, dann haben wir natürlich gesagt, Maria, möchtest du erzählen? Und ich wiederhole das jetzt, was sie erzählt hat, auch so in dem Singsang der Sprache in Eupen, Malmedy, St. Veit und so, die haben eine wunderbare Singsangsprache. Und sie sagte, ja, es war furchtbar, es war auch noch an einem Sonntag. Und ich hatte die kleinen Jungs, Peter und Leo, bei mir. Sie waren bei Oma, also bei mir und bei Opa. Und Antonia wollte eben diesen Sonntag nochmal mit mir im Motorrad fahren. Und abends kam die Polizei und da wusste ich schon Bescheid. Ja, sie sagte, ihre Tochter Antonia ist tödlich verunglückt. Wir haben natürlich furchtbar geweint, auch die kleinen Jungs. Ja, ihre Mama war nicht mehr da. Die Mama war tot. Sie wollte gar nicht ins Bett, aber am nächsten Morgen, als der Tag schon begann, zu heller zu werden, die Nacht wurde heller und der Tag graute, da konnte ich sie endlich ins Bett tragen, aber wir sahen noch durchs offene Fenster, wie ein heller Stern am Himmel stand. Und da sagt der kleine Leo, Oma, der Stern da. Hat den die Mama schon dahin gehängt? Und da habe ich geantwortet, ja, Leo, und ja, Peter, der Stern da, der ist von eurer Mama. Jetzt frage ich euch, hat meine Cousine ihre Enkelkinder belogen? Aus wissenschaftlicher Sicht, ja. Denn natürlich, der Stern ist nicht von der Mama, das ist klar. Und es ist noch nicht einmal ein Stern, es ist ein Planet, der morgens am längsten leuchtet. Das ist der Morgenstern, die Venus. Abends Abendstern, morgens heißt die Venus Morgenstern. Also hat sie gelogen. Aus der Perspektive des Glaubens, des österlichen Glaubens, hat sie aber die tiefste Wahrheit gesagt. Eine Wahrheit, die alle Wissenschaft übersteigt, so wie die Seele jenseits aller wissenschaftlichen, biochemischen, physikalischen Kategorien ist, so wie Gott selber. Gott ist jenseits aller Kategorien.
So ist das, was in uns Gott spiegelt, nämlich die Seele, jenseits aller wissenschaftlichen Kategorien. Aber wie ich schon in der Büttenrede sagte, in uns ist dieser Durst, dass wir spüren, der Mensch ist mehr als nur ein Zellhaufen, der biochemisch reagiert. Der Mensch ist mehr als diese Leiche, die unter dem Motorrad lag und deren Biochemie eben aufgehört hat. Unendlich mehr. Und das hat meine Cousine ausgedrückt, indem sie sagte, der Stern da, der ist von eurer Mama. Sie hat für mich die tiefste Wahrheit gesagt. Ich sagte schon, das war in der Karwoche unser Besuch. Und als ich zurückfuhr, wir zurückfuhren, ich durfte in der nächsten Osternacht wieder einmal das Exultet singen. Wir kennen das alle. Brauche ich euch nicht zu erklären. Karfreitag, nach der Karfreitagsliturgie, ist Atheismus angesagt. Keine Altardecke, Altar leergefegt, keine Glocken, keine Orgel, kein Blumenschmuck, Tabernakel leer. Das ist das, was die Atheisten sagen. Wenn tot, nichts aus. Dann kommt der Karsamstag. Ihr werdet auf der ganzen Welt am Karsamstag in keine katholische Messe gehen können. Warum? Weil es sie nicht gibt. Karsamstag ist noch diese tiefe Schicht von atheistischer Trostlosigkeit. Da ist nichts. Und dann, das muss ich euch nicht erklären, dann kommt die Osternacht. Und dann kommt in die dunkle Kirche, die Mutter aller Kerzen. Die Osterkerze, die den Auferstandenen symbolisiert. Und an dieser Kerze machen alle ihre kleinen Kerzen an. Und da tanzt die Kirche in Lichtschatten einen wunderbaren Tanz. Aber schon jedes Kind bemerkt, was und versteht, was das bedeutet. Der Tod, die Dunkelheit, hat nicht das letzte Wort, sondern das Licht. Das Licht, in das wir gehen, wenn wir durch den Tod gehen. Und dann wird die Osterkerze auf den geschmückten Leuchter gestellt. Und dann durfte ich eben auch da, wie die vielen Jahre, ich bin jetzt über 30 Jahre Diakon, und seit über 30 Jahren freue ich mich auf das Exultet, wo die Kerze, der auferstandene Christus, erst beweihräuchert und dann besungen wird im Exultet. Und was ich auch nicht wusste, das Exultet ist über 1500 Jahre alt. Das heißt, seit über 1500 Jahren singen die Menschen oder der Diakon oder wer auch immer, der Kantor in der Kirche, diesen Jubelgesang, ich darf ihn hier nochmal anstimmen, weil er so schön ist. Frohlocke dir Chöre der Engel, frohlocket ihr himmlischen Scharen. Lasset die Posaunen erschallen. Siehe, verschwunden ist aller Orten das Dunkel. Und dann, das war mir bis dahin nie aufgefallen, ganz zum Schluss, da wird der auferstandene Christus in diesem uralten Hymnus verglichen mit dem Morgenstern. Jener wahre Morgenstern, der niemals untergeht. Ohne es zu wissen, hat der kleine Peter, der kleine Leo, als er auf den Morgenstern zeigte, das Exultet zitiert. Und ohne es zu wissen, hat meine Cousine unseren gesamten Glauben zusammen. Brauchen keine Angst zu haben. Diejenigen, die uns vorausgegangen sind, die sind nicht weg. Michelangelo Buonarroti hat es so wunderschön gesagt. Wenn wir sterben, gehen wir nicht ins Nichts. Wir wechseln nur die Räume.
und die, die wir lieb hatten, wir werden sie wiedersehen. Das ist unser Glaube und er ist wunderschön. Vertrauen wir, wenn wir beten, wenn wir singen, mehr und mehr auf diese radikalste Perspektive über den Dingen. Vertrauen wir der Osterkerze, vertrauen wir dem Auferstandenen, vertrauen wir Jesus Christ, Jesus Christ, vertrauen wir Jesus Christus. Amen. Dankeschön. Lied 372.
Sünde. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von unserem Kreise sind alle Geschlechter. Lasst uns beten zu Gott, dem Vater, der durch die Auferstehung seines Sohnes die Welt erneuert hat. Schenke deiner Kirche die Gaben des Heiligen Geistes. Mach sie inmitten der Welt zu einem Zeichen des neuen Lebens. Bewahre die Völker vor Angst und Verzweiflung. Schenke der Welt Frieden und Sicherheit. Streben, stehe den Unterdrückten bei. Amen.
hast deinen Sohn durch den Tod hindurch in die Herrlichkeit geführt. Lass unsere Verstorbenen mit ihm auferstehen zum ewigen Leben. Lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gott, dein Name ist heilig und deine Barmherzigkeit wird gerühmt von Geschlecht zu Geschlecht. Nimm das Abendgebet deiner Kirche an und gib, dass in ihr dein Lobpreis niemals verstumme. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Segen darf ich noch einen kleinen Werbeblock einschieben. Und zwar die Geschichte, die wahre Geschichte, die ich gerade von meiner Cousine erzählt habe und 11 weitere ähnliche Geschichten, die ich erlebt habe und die alle sehr tröstend sind. Die durfte ich aufschreiben in einem Buch, es war Herder erschienen, unseren täglichen Trost gib uns heute. Hoffnungsgeschichten vom frommen Jeck, wenn Sie möchten. Ich stehe gleich draußen, wo wir jetzt eben auch gefeiert und gegessen haben, und dort biete ich diese Bücher feil zum stolzen Preis von 20 Euro. Ich muss die auch selber einkaufen. 20 Euro kostet ein Buch, aber sie tun auch ein gutes Werk. 10% von jedem verkauften Exemplar gehen für einen guten Zweck, nämlich für mich. Ist das Autorenhonorar. Also, vielen Dank, bis gleich eventuell. Und jetzt bitten wir um den Segen.
Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn. 838, erste und zweite Strophe. Thomas Müller und seinem Chor, vielen Dank dem Diakon für seine Rede, vielen Dank dem Pfarrer Jason und dem Diakon für die Festung, vielen Dank Ihnen allen, dass Sie so großartig mitgebetet, mitgesungen, mitgeglaubt, mitgehofft haben. Und ich möchte in besonderer Weise dem Vorbereitungsteam danken, das sich ganz viel Gedanken gemacht hat, ganz viel Arbeit gemacht hat, und das so gut gearbeitet hat, dass der Tag so schön gelingen konnte. Danke schön. Jetzt sind Sie eingeladen noch zu Kaffee und Kuchen. Und ich möchte Ihnen allen fürs Kommen danken und auch dafür, dass Sie die Blumenvasen nicht nur von außen gesehen, sondern auch bedient haben. Ganz herzlichen Dank, und ich könnte mir denken, das war so ein schönes Fest, so einen schönen Tag der Begegnung, dass wir übers Jahr sowas mal wieder anpeilen könnten. Ich denke, sowas lohnt sich. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen und Mitfeiern. Und kommen Sie dann, wenn Sie genug Kaffee und Kuchen zu sich genommen haben, kommen Sie dann gut heim und seien Sie gesegnet das ganze Jahr hindurch. Danke.